Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisches. Wir sind heute im Zoo Hoyerswerda, um genau zu sein, am Insektenhotel. Darüber spreche ich mit Silke Kühn, die Zooschulpädagogin vom Zoo. Wie genau kann man sich denn ein Insektenhotel vorstellen? Das Insektenhotel bietet ganz, ganz viele Nistmöglichkeiten für alle möglichen Insekten, zum Beispiel Wildbienen hauptsächlich hier bei uns. Dafür ist es gemacht. Dann Marienkäfer, Käfer, alle möglichen Insekten sollen hier praktisch eine Zuflucht finden, Nistkästen, also Nistmöglichkeiten und eine Zuflucht. Nach welchen Kriterien werden die Zimmer zusammengestellt? Schließlich kann man die kleinen Tierchen ja nicht fragen, auf was sie in einem Hotel Wert legen. Also man muss auf eine ganze Menge achten. Ich habe mich da, muss auch sagen, dass ich das auch zum ersten Mal in der Form gemacht habe. Ich habe mich also vorher ganz viel belesen und dort informiert, wie man das macht. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Sachen, die man beachten muss. Dass zum Beispiel diese Schilfröhren nicht gefranst sind, also dass sie glatt geschnitten sind, sonst verletzen die sich die Flügel zum Beispiel. Ne? Dass die, dass es festgemacht ist mit Lehm, dass das nicht verrutscht. Und dass man kein Kiefernholz zum Beispiel verwendet, weil das harzt sehr stark. Dort gehen die auch nicht rein. Also solche Sachen sind zum Beispiel zu beachten, die ich auch beachtet habe, denke ich. Man sieht ja, dass es sehr gut belebt ist und von daher denke ich mal, vieles richtig gemacht, nicht alles. Nun gibt es ja die verschiedensten Insektenarten in Deutschland. Wurde das Hotel also vielseitig für alle gebaut oder haben Sie sich eher auf die Bedürfnisse einer Art konzentriert? Ja, hauptsächlich für Wildbienen wurde das gebaut. Es gibt ja fast 500 Arten, ne, die hier in Deutschland leben. Und jede braucht so ein bisschen was anderes. Es gibt welche, die leben solitär, also alleine. Die brauchen zum Beispiel Schneckenhäuser, deswegen da vorne dieses Schneckenhaus, kleine Rondell dort. Dann gibt es welche, die brauchen unbedingt Lehm. Deswegen die Lehmwand. Dann gibt es welche, die brauchen eben diese Schilfröhren in verschiedenen Größen. Also jede hat so ihre eigene, braucht ihre eigenen Möglichkeiten. Woran kann man denn als Zoobesucher erkennen, ob hier eine Biene nistet oder vielleicht auch welche es ist? Also man erkennt es ganz deutlich, welche Biene hier gewesen ist, indem man sich diese Röhren mal genau anguckt. Wir haben in der Insektenlounge eine Grafik aufgehängt. Die stammt von Deutschland summt. Das ist eine Aktion, die deutschlandweit stattfindet, wo man sich auch privat anmelden kann übrigens. Und dort gibt es eine ganz tolle Grafik, die jetzt hier hängt, wo man sehen kann, wirklich, welche Biene war das hier? Ist das mit Blättern zugestopft? Ist das mit Lehm zugestopft? Ist das mit Mörtel? Also daran kann ich das erkennen. Und das ist ja das Tolle, dass die Besucher dann wirklich sich da genau die Röhren angucken können und sehen können, Mensch, welche Biene war denn jetzt hier? Ich gucke da mal nach. Das finde ich sehr spannend. Wie kam denn eigentlich die Idee für den Bau eines Insektenhotels? Die Idee kam von unserem Chef, dem Herrn Brüns. Der hatte diese Idee gehabt, weil hier stand früher eine ganz alte Voliere, falls das die Leute noch wissen, wo immer Fasane drin waren. Die war wirklich baufällig, die musste weg. Und dann wurde halt überlegt und der Chef hatte eben die Idee, hier so eine große Insektenlounge zu machen. Also die größte, die es so gibt, europaweit oder weiß nicht genau. So. Und daraufhin hat er sich beworben bei einem sächsischen Mitmachfonds. Und das wurden uns dann Gelder bewilligt. Und davon wurde dieses Gestell an sich gebaut, also die Lounge. Ne? Und das war eine tolle Sache, die wir dann auch gerne genutzt haben. Und warum sollte es unbedingt ein Insektenhotel werden? Ja, weil das ganz wichtig ist. Ne? Das ist erstens, Zoos sind ja auch Orte der Bildung und des Artenschutzes. Und gerade das weltweite Insektensterben ist ja ein Riesenthema. Und wir wollen einfach dazu beitragen, ne? Dass die Insekten einfach eine Zuflucht finden. Und wo ist es besser als am Zoo? Und die vielen Gärten, ich habe auch schon gehört von vielen Leuten, die hierher gekommen sind jetzt, Besucher, Mensch, so einfach, das könnte ich ja im Garten auch machen. Das ist auch der Sinn, dass die Leute herkommen, sich das mal angucken und denken, Mensch, ich könnte ja im Garten auch mal ein bisschen was tun. Deswegen haben wir hier auch noch diese Grafiken, die jetzt bei Ihnen im Hintergrund sind, wo die Leute noch mal gucken können, Mensch, eine kleine Ecke im Garten, könnte ich ja was Gutes tun. Was passiert denn dann im Winter mit dem Hotel? Das bleibt, weil die Brut ist ja dort in den Röhren drin. Es bleibt einfach, wie es ist. Na, es ist wenn Sie jetzt überlegen, in der Natur, Sie haben einen alten Baumstamm, räumt den ja auch niemand irgendwo ins Warme. Das ist schon alles so von der Natur gemacht, dass Sie dort
geschützt sind. Dadurch ist es ja zu, die Röhren. Ne? Deswegen ist es ja gedeckelt, damit das eben zu ist und dann geschützt ist. Ne? Und viele können auch überwintern. Dazu sind die anderen Sachen hier, zum Beispiel Florfliegenkasten, der hier rot ist, dann hier die mit dem Laub und so weiter. Da können auch Insekten überwintern dann, hoffen wir. Ne? Werden wir in den ersten Winter erleben hier dann. Die nächste Ausgabe von Tierisches haben wir dann in 2 Wochen wieder für Sie. Übrigens können Sie diesen Beitrag und alle bisherigen Folgen von Tierisches jederzeit auf unserem YouTube-Kanal Lausitz Zeitgeschehen ansehen.